SuperMUG NG setzen wir das fort, was wir schon mit den vorigen Systemen getan haben. Das heißt, wir versuchen wieder eine sehr breite Menge an Anwendungen zu unterstützen. Also als Beispiel, bei SuperMUG haben wir 7,5 Milliarden Rechenzyklen an über 700 verschiedene Nutzer ausgegeben. Und diese Nutzer definieren praktisch die Charakteristik des Systems. Das heißt, unser System ist sehr allgemeingültig, erlaubt ganz unterschiedlichste Algorithmen und stellt für all diejenigen, die das nutzen möchten, möglichst hohe Performance zur Verfügung. Und die zweite besondere Eigenschaft von dem System ist, dass wir das mit möglichst wenig Energie machen. Das heißt, wir sind besonders energieeffizient und versuchen, das System praktisch so zu nutzen, dass, wenn wir damit rechnen, die geringste mögliche Energie dafür aufwenden müssen. Also das haben wir hier sogar noch gesteigert. Das heißt, wir nutzen einerseits die Abwärme zum Heizen, also zum Beispiel von diesem Gebäude hier. Andererseits nutzen wir jetzt auch noch verstärkt Adsorptionskältemaschinen, mit denen wir aus dem heißen Abwasser kaltes Wasser produzieren. Es gibt zwei Gründe, warum man einen neuen Rechner braucht. Erstens kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Technologie sich so verbessert hat, dass es besser ist, ein neues System zu kaufen, als das alte weiter zu betreiben. Das heißt, die Betriebskosten sind ein großes Problem. Zweitens ist es natürlich so, dass die Wissenschaft auch immer mehr Leistung braucht. Und wenn man jetzt für das gleiche Geld praktisch mehr Leistung rausholen kann, dann profitieren wieder alle davon. Wir können jetzt größere Anwendungen, größere Simulationen machen, wir können höhere Auflösungen verwenden, wir können mehr Daten verarbeiten etc. Also das sind lauter Punkte, die einfach in der Entwicklung der Technologie voranschreiten und wo wir jetzt mit dem wieder einen Schritt nach vorne machen können. Also KI schaut es derzeit so aus, dass wir eigene Systeme dafür betreiben, dass die aber über den Speicher praktisch an den SuperMUG angebunden sind. Das heißt, wenn jemand jetzt am Höchstleistungsrechner seine Simulation durchführt und nachher dafür eine Deep Learning Plattform bei uns in Anspruch nimmt, dann kann er das über den Speicher entsprechend verwenden. Ich glaube, dass im nächsten System, da würde ich die Vorhersage wagen, wird eine KI-Komponente wahrscheinlich direkt integriert sein. Also es wird dann einfach einen Teilbereich im nächsten System geben, wo dann wirklich praktisch diese KI Teil des Höchstleistungsrechners ist, während jetzt noch praktisch ein eigenes System dafür bereitsteht. Also alles, was wir hier aufstellen, ist immer einzigartig, in dem Sinne, dass es speziell für unsere Anforderungen gebaut wird und angepasst wird an das, was im Gebäude drin ist. Das heißt, wir kaufen praktisch nicht ein Stück Computer, stellen es einfach auf, sondern wir sind in einer Kooperation mit dem jeweiligen Hersteller, Sie haben Lenovo erwähnt, Intel ist der andere, wo wir gemeinsam eben dann ein System realisieren. Und diese Zusammenarbeit gestaltet sich soweit sehr gut, also wir sind planmäßig unterwegs und das funktioniert nur, wenn wirklich alle zusammenarbeiten. Und in dem Fall sind wir sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.